Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen kurz sage, wie dieses dritte System aussieht. Das, im Prinzip soll das ein volkswirtschaftliche Gewinne erzielen. Und aus den volkswirtschaftlichen Gewinnen heraus kann man sich dann den Luxus erlauben, ohne anderen wehtun zu müssen, die Klimaziele zu finanzieren. Aber nur so rum darf es gehen. Denn die Leute wollen nicht über Gebühr belastet werden. Ja? Genau. Und das sieht so aus, stellen Sie sich vor, da drüben wäre jetzt mein Hausarzt mit seiner Praxis. Er würde völlig entlastet von dem Papierkrieg, der ihm im Moment 50% seiner Arbeitszeit kostet, und würde nur noch spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein, alles kostenlos, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten anbieten, weil er in Zukunft nicht mehr für die einzelne Spritze bezahlt wird, sondern dann für jeden Monat, den ich gesund bleibe zum Beispiel. Das ist jetzt vereinfacht gesagt. Es wird also ermittelt, welche Gesundheitswirkung ein Hausarzt mit seinen Kursen auf die Bevölkerung hat. Und wenn die Gesundheitswirkung, das Mikrofon ist so gut, das stört sich nicht dran. Wenn ich gesünder entwickle und Sie sich gesünder entwickeln, kriegt automatisch Ihr Hausarzt mehr Honorar und dadurch wird er interessiert an Ihrer Gesundheit und nicht darin, dass Sie so viel Pillen schlucken wie möglich. Wie finden Sie dieses neue, dieses erste Reform von 20 Reformen des dritten Systems? Finde ich eigentlich sehr gut, weil das, was jetzt passiert, hau schnau, es muss, kann nur in der Katastrophe enden. Genau, und das ist meine Meinung. Deswegen abschließend ist unser Modell, ist, wir versuchen die Vernünftigen unter den Fridays for Future so zu erreichen, dass dann Greta Thunberg irgendwann hier steht und dann lauter Journalisten um uns rum und sie sagt nur einen Satz: Lasst uns doch in jeder Talkshow, anstatt so einen Quatsch zu diskutieren, einfach mal über das dritte System der zweiten Scientists for Future diskutieren, wie weit uns das volkswirtschaftlich Gelder einspart, uns reicher macht und aus dem Reichtum wir dann den Vorreiter beim Klima spielen können, aber nicht, indem wir unsere Wirtschaft ruinieren oder so. Hier sind wir dabei zu ruinieren. Ob es jetzt mit der Erderwärmung, ob es mit allen Dingen ist, mit Hambacher Forst, mit allem. Und vor allem immer dieses Enteignen und wir so weiter. Wir müssen. Und der Staat sagt das und dann hast du das zu tun. Und du hast jetzt die Dämmung zu machen. Ich bin Hausbesitzer. Dann hast du das zu machen. Und wehe, du machst das nicht. Ne? Und dieser neue Weg des dritten Systems macht das freiheitlich und unterstützt alle. Zum Beispiel die Pharmaindustrie, die jetzt in Deutschland dann durch die Reform etwas weniger Tabletten verkaufen würde. Weil der Hausarzt sieht ja sein Ziel nicht mehr darin, Tabletten zu verschreiben, sondern Gesundheit zu fördern. Da helfen wir ihnen dabei. Das heißt, wir würden die finanziell so unterstützen, dass die eben nicht in die Knie gehen. Wir wollen doch nicht unsere eigene Wirtschaft ruinieren. Ja, genau, da muss ich Ihnen voll zustimmen. Und auch nicht unsere Hausbesitzer. Ich war selbst Hausbesitzer. Ich weiß, wie schwierig es ist, zu kalkulieren. Es ist so schwer geworden. So viel Rücklagen hast du gar nicht, was die Regierung jetzt von uns verlangen wird. Sie fordert und uns dadurch in die Knie zwingt. Genau. Genau. Also dann Ihr Schlusswort. Sie haben zum ersten Mal im Leben vom dritten System der zweiten Scientists for Future einen kleinen Eindruck bekommen. Wie ist Ihr Schlussresümee? Also ich muss dem zustimmen. Ich habe bisher noch nichts davon gehört und ich bin jetzt sehr daran interessiert.